Ludwig Ganghofer, Schloss Hubertus. Schwül und dunstig lag der heiße Nachmittag über dem Bergwald. An den Buchen rührte sich kein Blatt, an den dunklen Fichten schwankte kein Wipfel. In dieser Stille ein leichter Schritt. Auf dem tiefer liegenden Pfad zwischen sonnigem Laubwerk schimmerte ein weißes Gewand. »Gundi!« Der fragende Ruf klang durch den stillen Wald wie der Ton einer silbernen Glocke, dann ein perlendes Lachen. An einer Wendung des Pfades erschien eine schlanke Mädchengestalt in duftigem Sommerkleid. Hut und Fächer flogen ins Moos und zu Füßen einer riesigen Buche, die mit weit gespannten Ästen den Platz überschattete, ließ sie sich niedersinken. Als sie den Schatten gesucht, war es diesen lachenden Augen entgangen, dass an dem Stamm der Buche ein Täfelchen befestigt hing, ein Marterl. Das verwitterte Bild mit der halb erloschenen Schrift erzählte, dass an dieser Stelle vor Jahr und Tag der Tod ein Leben zerbrochen hatte. Ihre Augen blickten ziellos durch eine Bresche des Waldes hinunter in die Tiefe, in der zwischen steilen Ufern der schöne Bergsee gebettet lag, umwoben von Dunst und Sonnenglast. Der glatte Spiegel des Wassers war anzusehen wie straff gespannte, schimmernde Seide. Da flog es dunkel über den See. Ein schwerer Wolkenball hatte sich vor die Sonne geschoben, die schon nahe dem Grat der westlichen Berge stand, und das ganze Bild der Landschaft war plötzlich verwandelt. Die Einsame blickte scheu umher, hinunter auf den See, den schon ein feines Netz von Linien überkräuselte, und empor zum Himmel, der sich rasch mit Gewölk zu umziehen begann. Ihre Stimme hatte sorgenden Klang, als sie gegen den Pfad hinunterrief. »Tante Gundi!« Ein ächzender Laut war die Antwort. Aus der Senkung des Pfades tauchte eine rundliche Gestalt hervor. Ein schillerndes Seidenkleid von altmodischem Schnitt umzwängte die ausgiebigen Formen der ältlichen, mehr als wohlgenährten Dame. Den Strohhut hatte sie am Gürtel befestigt, und während sie mit den Händen das Kleid gerafft hielt, trug sie den Sonnenschirm unter den Arm geklemmt. Das hochgeborene Fräulein Adelgunde von Glesberg schien auch sonst mit Toilettenkünsten sehr vertraut. Das verrieten die schwarzen Striche über den kleinen, hurtigen Augen und der weiße, flaumige Teint der gepolsterten Wangen. Der Anblick, den die alternde Dame bot, rechtfertigte das Lachen, mit dem sie von ihrem harrenden Schützling empfangen wurde. »Tante Gundi, wie siehst du aus? Armes Tantchen, nun mache ich mir wahrhaftig Gewissensbisse.« »Kitty, du bist ein Ungeheuer!« Fräulein von Glesberg keuchte noch was von Narretei, von Hitze und schattigem Park, von Schaukelstuhl und verwünschten Bergen, von Eigensinn und kindischer Ungeduld. Mühsam unterdrückte Kitty das Lachen. »Wie kannst du mir böse sein, weil ich Papa eine Stunde früher sehen wollte? Seit 4 Monaten, seit der Hahnenjagd, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Lange kann Papa nicht mehr ausbleiben. Hier müssen wir mit ihm zusammentreffen. Er hat keinen anderen Weg, um vom Jagdhaus herunter an den See zu kommen.« Auch Gundi Glesberg schien das dumpfe Rauschen, das über den Wald gefallen, nicht geheuer zu finden, und sie vergaß alle Müdigkeit. »Herr, du mein Gott im Himmel, da kommt ein Gewitter. Fort, nach Hause!« »Tantchen, ich bitte dich. Nein, ich bleibe keine Sekunde mehr.« Mühselig raffte Gundi Glesberg sich auf und jammerte. »Ich habe es mir gleich gedacht, dass bei dieser Narretei so etwas herauskommt.« Stöhnend hob sie ihren Sonnenschirm von der Erde und trippelte hastig davon. In Missvergnügen blickte Kitty ihr nach, unschlüssig, ob sie folgen sollte. Ein rollender Donner entschied ihren Zweifel. Schon wollte sie gehen, da fiel ihr Blick auf das Marterltäfelchen an der Buche. Neugierig bog sie einen überhängenden Zweig beiseite. Mit ländlicher Kunst war auf dem Täfelchen eine waldige Berggegend abgebildet, ein grün gekleideter Mann, die Büchse im Arm, lag ausgestreckt auf der Erde und über seiner Stirn schwebte ein rotes, von einem Schein umzogenes Kreuzlein. Unter dem Bild stand in verwaschener Schrift zu lesen.
Hier an dieser Stelle wurde Anton Hornegger, gräflich eggesenefeldischer Förster, am heiligen Johannistag erschossen aufgefunden. Böse Tat ist hier geschehen und der Mörder ist entflohen. Gottes Aug hat ihn gesehen, Gottes Zorn erreicht ihn schon. Requiescat in pace, Wanderer, ein Vater unser. Eine Minute und Kitty hatte Tante Gundi eingeholt, die der erste Blitz um das letzte Restchen ihrer Fassung brachte. »Ich habe dir doch gesagt, bleib du zu Hause und lass mich allein gehen.« Auch im Stadium hochgradiger Verzweiflung vergaß Adelgunde von Glesberg nicht, was sie ihrer Stellung schuldig war. Zürnend hob sie das brennende Gesicht und erklärte, »Eine Gräfin Egesennefeld in deinem Alter geht nicht allein.« »In meinem Alter? 17 Jahre? Wie alt muss man denn werden, um allein gehen zu dürfen?« Kitty fand nicht Zeit, über den Sinn dieser unverständlichen Wendung nachzudenken. Die ersten schweren Tropfen fielen klatschend auf die Blätter. Kitty fasste die Gunde Glesberg, die jetzt dem Weinen näher war als dem Schelten, energisch unter den Arm, um sie in rascheren Gang zu bringen. An einer Biegung des Pfades jubelte sie. »Wir sind gerettet!« Zwischen Büschen schimmerten die grauen Bretter einer Scheune, die im Winter zur Fütterung des Hochwildes diente. 100 Schritte seitwärts durch den Wald und das schützende Dach war erreicht, ehe das Unwetter begann. »Das ist lieb von Papa, dass er so zärtlich für seine Hirsche sorgt. Und für mich, wenn ich zufällig in den Regen komme.« Sie lauschte. »Was war das? Eine Stimme? Dazu noch eine singende? Und eine jener Weisen, wie sie in den Bergen heimisch sind?« Nun erblickte Kitty den Sänger. Geraden Weges kam er den steilen Bergwald heruntergestürmt, den Schutz der Hütte suchend. Es war ein Jäger in grauer Lodenjoppe und kurzer Lederhose, die Büchse hinter dem Rücken, in den Händen den Bergstock. Mit großen Augen sah Kitty ihm entgegen. Jetzt hatte er die Hütte erreicht. Ohne die Damen zu gewahren, trat er unter das vorspringende Dach. Gewehr und Bergstock lehnte er an die Bretterwand, schüttelte sich, dass die Tropfen von der Joppe flogen, und während er das grüne Filzhüttel abnahm, um das Wasser fortzuschleudern, das sich in der hohlen Krempe angesammelt hatte, lachte er. »Sakra noch einmal! Jetzt hätt mich aber das Wetterbeut erwischt!« Ein greller Blitz fuhr über den Bergwald hin, der Donner schmetterte, und aus dem Schuppen klang Tante Gundis Wimmerschrei. Der Jäger spitzte die Ohren. »Mir scheint, da höre ich wen!« Rasch griff er nach Bergstock und Büchse und trat in die Hütte. Kitty erkannte ihn. »Aber das ist doch unser Franzl!« Der Jäger machte verblüffte Augen. »Mar und Josef, gnädiges Fräulein, ja, wie kommen denn Sie daher? Das Gewitter überraschte uns, ich wollte Papa erwarten. Da hätten's lang warten dürfen, der Herr Graf kommt heut nimmer runter.« »Kommt nicht?« Ein Schatten flog über Kittys Züge. »Er weiß doch, dass ich gestern in Hubertus eingetroffen bin. Ich habe heute früh den alten Moser mit der Nachricht zur Hütte hinaufgeschickt.« »Ja, der Herr Graf hat's Briefe gekriegt.« »Und kommt nicht?« Kitty fragte erschrocken. »Papa ist krank.« Franzl lachte. »Aber, Fräulein Countess, unser Herr Graf und krank, der reißt Bäume aus mit seinen 60 Jahren. Ah, na, dem fehlt kein Haar nicht. Aber weshalb kommt er nicht? Es muss ihm doch Freude machen, mich wiederzusehen.« »Aber schauen's, Fräulein, deswegen müssen Sie Ihren Hamur nicht verlieren«, tröstete Franzl. »Der Herr Graf hat halt einen sackrisch guten Gamsbock im Wind. Sie wissen ja, wie er ist. Da lasst er nicht aus, bis der Bock sein Kügel nicht droben hat.« »Ein Gamsbock?« Kittys Augen füllten sich mit Tränen. »Aber, Fräulein Countess«, Franzl nahm den Hut ab und kraute sich hinter dem Ohr. »Ich kann ja nichts dafür.« Nun hörte er aus der Tiefe des Schuppens ein leises Gewimmer. »Was ist denn?« Er trat näher. »Jägerls alte Fräulein!« Gundi Glesberg hielt das Gesicht tief eingedrückt in das Heu und Franzl suchte, die Wimmernde aufzurichten. »Fräulein, um Herrgotts Willen, was haben's denn? Ist Ihnen was geschehen?« Die Glesberg stöhnte. oh Gott, dieses entsetzliche Gewitter!« Nun musste der Jäger lachen. »Aber sind's doch gescheit! Das hört schon wieder auf! In die Berg kommt so etwas geschwind,
aber lang dauert's nicht. Da, es wird schon ein bisschen lichter im Gewölk. Zögernd richtete Tante Gundi sich auf. Im gleichen Augenblick fuhr nahe bei der Hütte ein Blitz herunter. Aller Grund schien verwandelt in Flammen, und Erde und Luft erzitterten unter einem rasselnden Donnerschlag. Ächzend warf Gundi Glesberg sich wieder über das Heu. Auch Kitty wich mit einem leisen Aufschrei in die Tiefe der Hütte zurück. »Macht nix«, lachte Franzl, »ist schon geschehen.« Mit diesem letzten Schlag hatte das Unwetter sich ausgetobt. Es folgten nur noch schwache Blitze, die matt hinleuchteten über das wogende Gewölk und einen sanft verrollenden Donner weckten. Rings um die Hütte hatte sich eine breite Pfütze gebildet und überall auf dem Berghang sprudelten die Regenbäche. »Da wird sich der Heimweg hart machen«, meinte Franzl. »Wie? Zeigen's einmal her, gnädigs Fräulein. Was haben's denn für Schucherln an?« Kitty hob das Kleid und streckte das Füßchen hervor. »Da schaut's schlecht aus«, jammerte Franzl. 100 Schritt in so einer Nässen und Schucherl fällt ihnen wie Zunder vom Fürstl.« Sorgenvoll betrachtete Kitty den überschwemmten Grund. »Aber wie kommen wir nach Hause?« »Gar nicht schlecht, passen's auf.« Franzl zog den Wettermantel aus dem Bergsack und warf die Büchse hinter den Rücken. Dann rollte er den Mantel auseinander und schlang das weiche Tuch mit scheuer Achtsamkeit um Kitty. Noch ehe sie recht begriff, was mit ihr geschehen sollte, hatte Franzl sie auf seine Arme gehoben wie ein Kind, dessen Last er kaum zu spüren schien. Lächelnd ließ sie ihn gewähren, dann plötzlich stammelte sie. »Aber was geschieht mit Tante Gundi?« »Alles der Reihe nach«, erwiderte Franzl. Jetzt wurde Gundi Glesberg lebendig. Händeringend kam sie und schwor die heiligsten Eide, dass sie um alles in der Welt nicht allein bliebe in diesem grässlichen Wald. Franzl tröstete. »Wölf und Bären gibt's nicht bei uns, und die Mäus haben noch nie einen Menschen anpackt. Bleiben's nur schön da, bis ich wiederkomm. Ich trag's gnädige Fräulein runter ins Kapuzinerhäusl. Da kann's warten unter Dach, bis ein Schiffe kommt. In 10 Minuten bin ich wieder da.« Während die Glesberg wie eine Niobe jammerte, trat er hinaus in den Wald und wanderte mit sicherem Schritt davon. Als eine steilere Stelle kam, blickte er lachend zu Kitty auf und sagte, »Es geht schon. Meine Füße haben Augen im Wald und eiserne Zehen zum Beißen. Tun's ihnen nicht fürchten, gnädigs Fräulein.« Träumend blickte sie in den stiller werdenden Wald und ihre Züge nahmen einen sinnenden Ausdruck an. »Sag mir, Franz, der Förster Anton Hornecker, das war dein Vater?« »Ja, gnädigs Fräulein, wie kommen's jetzt da drauf?« »Ich bin dort oben bei der Buche gewesen. Das war ein schweres Unglück für dich und deine Mutter.« Franzl antwortete nicht gleich. »Die Mutter hat's freilich schwer verwunden, und das Unglück hat aus ihr ein alts, stills Weiberl gemacht. Ich, mein Gott, ich war selbigst mal noch ein kleiner Bub, der nicht recht verstanden hat, was er verliert.« Herzlich hingen Kittys Augen an dem Gesicht des Jägers. »Man weiß noch immer nicht, wer es getan hat.« »Nix, nicht der geringste Verdacht. Aber leben tut er schon noch derselbige. Und wann mich unser Herrgott lieb hat, führt er mich einmal zusammen mit ihm.« Die Sonne war über die Seeberge schon hinuntergesunken. Kitty schien kein Auge zu haben für die leuchtende Schönheit des Bergwaldes. Was sie gehört hatte, gab ihr zu denken. »Franz, du hast von Sorgen gesprochen. Was für Sorgen sind das, die du hast?« Ein heftiges Wort schien dem Jäger auf der Zunge zu liegen, doch er schüttelte den Kopf. »Ah, nix, so Jagergeschichten heut. Kann ich dir helfen?« Wieder schüttelte er den Kopf und sah dankbar zu ihr auf. Nun lächelte sie und der Schelm erwachte in ihren Augen. »Bist du verliebt?« Franzl lachte. »Das ging mir grad noch ab. Ich muss mich eh schon giften genug.« Sie schlug ihn leicht mit dem Fächer auf den Mund und lachte mit ihm. Nun war der ebene Grund erreicht und Franzl stand ratlos. Der Wetterbach, der hier in den See mündet, in trockener Zeit ein Bächlein, das mit einem Schritt zu übersetzen war, hatte sich in einen tobenden Gießbach verwandelt, der in einem nahen Felsenwinkel aus steiler Höhe niederstürzte und mit schäumenden Wellen über das grobe Steingeröll wegrauschte. Von dem Steg,
der sonst über das Bett des Baches führte, war keine Spur mehr zu sehen. Der Zugang zum See war ihnen abgeschnitten, da der Gießbach zur Linken hart an eine steil in den See abfallende Felswand lenkte. Über die Wipfel der Bäume herüber lugte das Türmchen einer Eremitage, die an die Felswand angebaut war. Franzl hatte den Ausweg gefunden. Eine gestürzte Fichte, die den Bach überbrückte. Rasch entschlossen schritt er auf den Baumstamm zu. Kitty sträubte sich, als sie seine Absicht erkannte. Franzl lachte. »Tun Sie nur nicht fürchten, gnädiges Fräulein. Über so ein Bäumel gehe ich weg in der stockfinstern Nacht. Lassen Sie mir nur den Hals schön frei.« Sicher wie auf ebener Erde schritt er über den schwankenden Stamm. In Kitty erwachte die Angst. Der Anblick des schießenden Wassers machte sie schwindeln. Stammelnd schlang sie die Arme um den Hals des Jägers. Unter diesem Ruck drohte Franzl das Gleichgewicht zu verlieren. »Lass uns mein Häus aus«, mahnte er. Nur noch angstvoller umklammerte sie ihn und da begann er auf dem schwankenden Stamm zu laufen. Schon war er bis auf wenige Schritte dem Ufer nahe, da glitt ihm auf dem nassen Baum der Fuß aus. Von Kittys Lippen flog ein Schrei. Im Wanken wagte Franzl den Sprung ans Ufer. Glücklich erreichte er den festen Grund, doch die Bürde, die er trug, raubte ihm beim Aufsprung das Gleichgewicht und er drohte, sich rücklings zu überschlagen. In diesem Augenblick griffen zwei fremde Arme helfend zu und rissen den Stürzenden auf sicheren Grund. Kitty war einer Ohnmacht nahe. Sie fühlte nur, dass sie aus Franzls Arm glitt, und als sie die Augen öffnete, lag sie an der Brust eines jungen Mannes, und neben ihr stand Franzl, lachend, aber mit blassem Gesicht. In Verwirrung richtete Kitty sich auf. Schwer wie Blei lag ihr die überstandene Angst in allen Gliedern. Sie musste den Arm ergreifen, den der junge Fremde ihr bot. Den besten Weg über trockene Plätzchen suchend, führte er sie zur Eremitage und ließ sie auf die Steinbank niedersinken, die neben der Tür in die Mauer des kapellenartigen Häuschens eingelassen war. Unter dem vorspringenden Dach war an den Balken des Firstes eine rote Marmortafel befestigt, die in verblasster Goldschrift die Worte trug: »Hier wohnt das Glück.«